Und hallo Leute, mein Name ist Gutgo und willkommen zurück zu Let's Play Shantae Risky's Revenge. Wir hatten das letzte Mal, soweit ich noch weiß, den Meerjungfrauentanz genommen und wollen jetzt eigentlich, ich glaube, hier zurück. Ja doch, es müsste hier in die Richtung zurück sein, wo ich hin wollte. Autsch, aber okay. Ist mir auch recht, wenn ich dafür zurückkomme. Denn es gibt ja noch einen Weg, bei dem ich weiß, dass ich da weiter kann. Im Wasser. Ich bin mir gerade unsicher, ob das Spiel lauter ist als vorher. Also, einen Moment bitte. Anscheinend nicht. Es kommt mir so laut vor, aber ich liege anscheinend falsch. Genau, denn im Wasser weiterzukommen, wie ich es wollte. Ich glaube, das war hier, wenn ich den Weg eingeschlagen habe. Ich bin mir gerade unsicher, aber schauen wir mal. Nein! Nach. Es dauert leider alles bloß so ein bisschen lang. Nein! Oh! Elefantenpower. Bim, bim. Ganz leicht. Okay, was war denn hier? Genau! Jawohl! Okay, perfekt. Jetzt tanzen wir erstmal bis zur dritten Stufe. Yeah! Um eine Meerjungfrau zu werden. Und juhu! Und hier geht es dann dadurch weiter. Komme ich da... Nein, so komme ich da nicht rein. Komme ich da so rein? Hui! Ja, wer hätte gedacht... Herze und Rubine. Aber ich habe ja schon 999, stimmt ja. So, was gibt es denn hier weiter links? Okay, es geht hier weiter, wie es aussieht. Das können wir alles ignorieren. Ha. Die Truhe. Oh, ein kleiner Schlüssel. Was ist denn das? Ich habe die untere Hälfte eines Schädels. Okay. Das heißt, jetzt fehlt mir noch die obere Hälfte eines Schädels. Und ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich die finde. Und es ist schon wieder eine Weile her, seitdem ich das jetzt mal gespielt habe. Deswegen frage ich mich gerade, gab es noch irgendwo Wasser? Irgendwo, wo es mir gerade nicht einfällt. Achso, ich muss hier zum Affen werden. Natürlich. Hui! Ich glaube, es war allgemein von Anfang an so als Affe gedacht, da durchzukommen, aber... Naja. Gut, 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 gut. Wo könnte sich die obere Hälfte denn jetzt nur verstecken? Befinden, meine ich damit. Natürlich... Ich habe nämlich gerade gar keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Naja, du kannst nicht über Plattform, ich komme auch so durch. Dankeschön. Entschuldigung, Mr. Skelett, können Sie mir sagen, wo noch mal Wasser war? Vielleicht weiter hinten. Ich guck mal ganz schnell nach. Nur um sicher zu gehen. Oh, 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 nein. Nein, nein, nein. Euch ignorieren wir alle. So schnell wie möglich. Nein! Ich hab gehofft, dass ich dem entkommen kann. So. Hui. Da brauchen wir den kompletten Schädel natürlich. Danke. So, von wegen. Aber ich glaube, da liege ich falsch mit der Annahme, dass weiter hinten Wasser sich irgendwo befunden hat. Warum geht's hier eigentlich? Seltsam. Moment, ist das... War das schon immer so? Wahrscheinlich ja, und ich erkenne es gerade einfach nur nicht. Oh Gott, da! Okay, ich bin der festen Überzeugung, dass wir nicht so weit zurück mussten. Das heißt, wo muss ich jetzt denn weiter? Ich habe nur die untere Hälfte eines Schädels und das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut, ja, ja. Ja, das war klar. Aber lieber lasse ich mich von einem treffen. Heim mich so durch einmal Herz sammeln und gut ist. Jap, jap. So, perfekt. Ha. Wie gesagt, die Frage ist, wo befindet sich Wasser? Affentanz, du bist so... Oh, ich hasse die Skelette immer noch. Weil man denen einfach 10 Millionen mal mehr Schaden gegeben hat als allen restlichen Gegnern im Spiel. Ja, genau deswegen. So. Kann die über den Herz drin sein? Natürlich nicht. Denn wenn man die Heilung braucht, dann kommt sie nicht. Wenn man sie dringender braucht, vor allem. So. Was war denn hier? Hier waren die Truhen bei den offenen Augen. Die bringen mir nun leider auch nichts. Hä, muss ich doch zurück? Und ich bin gerade einfach nur bescheuert? Wow. Warum auch immer der Raum sich jetzt gerade nicht verändert, muss ich wahrscheinlich links das Auge wieder aufmachen.
So, Sesam, öffne dich. Stimmt, es könnte sogar gut sein, dass ich so weit zurück muss. Aber prüfen wir es erstmal nach. Wow. Nein. Darf ich bitte weiter? Dankeschön. Ach, ich hasse dich auch. Ich sterbe wahrscheinlich gleich, aber das ist okay. Das ist vollkommen okay. Nein, nicht du. Danke, dass ich endlich mal weiter darf. Achso, hier war ja nichts mehr. Was? Ah. Gehst du mir weg? So. Okay, ich gehe jetzt einfach so weit zurück wie möglich und in der Hoffnung, dass das richtig ist. Ah, vermaledeit einfach nur. Ich habe nichts zum Heilen, das ist so bescheiden. So. Schnell Heilung! Oh, Gott sei Dank. Wow, ich bin reingedreht zurück in die Attacke. Ich wollte nämlich damit ausweichen eigentlich. Wegrennen! Gut. Das funktioniert immerhin. Ich habe doch nur die untere Hälfte, oder? Bevor ich da falsch denke. Ja, offensichtlich. Okay. Das heißt denn, wo zum Geier muss ich denn jetzt hin? Na, eigentlich glaube ich nicht, dass ich so weit zurück muss. Ohne Abkürzung, das wäre ziemlich mies. Leider im Rahmen des Möglichen, aber ziemlich mies. Hast du ein Herz für mich? Nein, natürlich nicht. Führt das mal woanders hin? Tatsächlich. Vielleicht bin ich ja so irgendwo hingekommen, wo es Wasser gibt. Und ich erinnere mich gerade nur nicht dran. So, dann war es hier zurück. Dann war es hier nach rechts. Ach so, mein Fehler. Und hier raus. Und da war eine Truhe. Ach so, da war ja immer noch eine Truhe. Da gehe ich bei dem Ratschlag, nach den Ron mir gegeben hat. Eigentlich müsste ich doch einfach so rüberkommen. Ah, es geht doch nicht. Da ich dann zu weit mich katapultiere. Auch wenn ich versuche... Ja. Kann ich das nicht irgendwie vorbremsen, ist die Frage. Nein, kann ich nicht. Okay, Ron, du siehst es. Es tut mir leid, es geht nicht. Was ist denn, wenn ich hier wieder eine andere Tür aufmache? Ah, dazu muss ich erstmal zurück. Dankeschön. Moment, könnte ich auch nach oben gehen können einfach? Irgendwo? Nee, sieht nicht so aus. Okay. Wollte ich nur auf Nummer sicher gehen. Was waren denn die anderen Wege? Hier ist Wasser! Ah, haha, perfekt! Okay, hier kann ich weiter. Und hoffentlich... Ich möchte mein Herz... Ah, wow, das war nicht intelligent von mir. Ich hoffe, ich finde hier gleich die obere Hälfte des Schädels und kann dann direkt weiter, anstatt jetzt ewig rumsuchen zu müssen. Dankeschön! Volle Heilung! Halleluja! Okay, Achso, da komme ich von oben runter, wahrscheinlich zur Truhe. Und da befindet sich wahrscheinlich die untere Hälfte drin. Yay! Komm schon! Perfekt! Und obere Hälfte meine ich natürlich. Fuck yeah! Damit habe ich den kompletten Schädel schon zusammen. Muss ich die kombinieren? Kann ich nicht. Aber ich muss wahrscheinlich einfach nur wieder zurück. Hoffe ich ja. Also mich wundert es gerade eher, dass ich nicht zurück... Einfach irgendwie... Dass sie sich nicht von selber kombinieren. Aber vielleicht kommt da auch irgendein Text von wegen... Oh, ihr habt meinen kompletten Schädel gefunden. Aftske, aftske. Irgendwie sowas. Also, zurück zur Tür. War das hier lang? Nein. Verdammt. Da nach... Oben, dankeschön. Hier möchte ich nämlich entlang. Genau. Okay. Ich weiß zwar nicht mehr, wo der Elefantenweg dahin geführt hat, aber ich probiere es jetzt auch nicht großartig aus, wenn ich schon weiter kann. Falls es irgendwas Verstecktes gab, würde ich das eh irgendwann mal holen. Als von dem her. Da wollte ich nicht nochmal rein. So, ich bin gespannt, ob ich auch dadurch gleich zum Boss gelange oder ob der Dungeon noch ein wenig weitergeht. Nein. Wow, ich schaff's ihn sogar zu... Wow, das war wahrscheinlich sehr knapp. Okay, kann ich hier jetzt weiter? Use the Sky Key. Jawohl, es hat sich von selbst kombiniert. Okay, es geht weiter. Und Boss hier. Okay.
Wir sind jetzt gespannt, was für, welcher Baron wird jetzt kommen? Hypno-Baron bisher auftauchen? Kekkel, Kekkel! Du musst der Genie sein, der nach den magischen Tiegeln sucht, ja? Das ist richtig! Du hast zwei und dann hier gibt es den letzten! Du hast Risky Boots outsmartet. Du bist sehr, sehr intelligent. Sehr, sehr schlau. Sie wird niemals in der Lage sein, die magische Lampe jetzt wieder zu herzustellen. Du bist ein Held. Die Leute der Stadt werden dir dankbar sein. Ist das ein Gedanken, ein Mindgame? Wenn du jetzt was zu sagen hast, sag es jetzt. Aber dein Onkel, er hat es immer als Geheimnis vor dir gehalten. Was weißt du denn darüber? Was hat diese Lampe überhaupt mit all dem zu tun? Hahaha. Wow, er kopiert den Onkel. Information? Diese Information gebe ich nicht einfach frei, gratis her. Aber wenn du etwas hast, aber wenn du das Zeug hast, deinen Onkel zu zerstören, dann verdienst du die, es zu wissen, die wahre Natur oder die wahre Kraft der Lampe. Du siehst so wie er aus, aber du bist nicht mein Onkel. Gib mir alles, was du hast. Und wir müssen gegen den Onkel von Chantel kämpfen. Zumindest eine Kopie davon. Haha, hast du gedacht, du könntest mich einfach so angreifen, ne? Okay, wow. Nein, 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 nicht mischen lassen. Das wollte ich nicht. Oh, er hat mich nicht getroffen, wenigstens. Okay, es ist jetzt einfach. Wow. Einfach als Squid Baron schon mal, allemal. Oh, er ist da oben links jetzt. Hallo. Also bis jetzt bist du echt einfach. Hypno Baron nehme ich mal an. Du hast uns deinen Namen nie verraten. Und darüber. Nix da. Wow, wir können ihn nicht aufhalten, außer wir greifen ihn ziemlich am Anfang an. Aber das Ausweichen ist ja auch nicht so schwer. Oh, wow, war das schwer auszuweichen. Oh, boy. So. Hallo. Nein, diesmal nicht. Ha. Wir können ihn ziemlich oft angreifen, wenn wir es schaffen, ihn aufzuhalten. Ah, oh, das war dumm von mir. Oh, wow, du hast mir ganz... Also, die Skelette sind schon stärker als er in dem Dungeon. Wow, das war überraschend. Das hätte ich gerade nicht erwartet, dass er aus den Fingern schießt plötzlich. Nein. Okay. Ausweichen und angreifen. Ich frage mich nur, wie viele Schläge er denn aushält. Ich meine, er ist nicht schwer, aber... Er hält anscheinend viel aus. Oh, nein, 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 nein. Diesmal nicht. Oh, konnte ich ihn gerade wieder oft angreifen. Ja, misch dein Zeug zusammen. Das bringt dir reichlich wenig gegen mich. Falls es nicht aufgefallen ist. Ja, ja, mach ruhig. War das jetzt schwer wieder. Und das gleiche Spiel nochmal. Aber sag mal, wie viel hältst du denn aus zum Teufel? Nein! Oh, jetzt kann ich wieder oft angreifen. Ah, verdammt, ich dachte, er hält wieder vor mir an. Wäre schön gewesen. Und, okay. So. Nein, 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 nein. So. Gut, aufgehalten. Oh, wie viel hältst du denn noch aus? Ich greife dich doch schon mit allem an, was ich habe. Hallo. Wow, als genau vor mir anzeigt, ist schon dämlich. Nochmal vor allem. Das zweimal hintereinander zu tun, ist natürlich noch dämlicher. Wow, und dreimal hintereinander, Junge. Oh, ich dachte schon viermal hintereinander. Aber er teleportiert sich schon öfters. Ich glaube, er kommt langsam... Und er ist schneller vor allem. Nein, mein Fehler. Okay, ich habe ihn einmal getroffen. Okay, jetzt ist er wirklich schnell geworden. Nein. Oh, ich mache dumme Fehler. So. Ha! Hab ich dich. Wenn man hier in der Mitte steht, kann man ihn ziemlich immer gut aufhalten. Okay. Nein! Boah, das war knapp. Boah, wie schnell ist er denn jetzt? Hör auf! Oh, ich hab ihn. Ich hab ihn! Das war einfach. Zumindest ich... Oh. Wow, ich habe sogar die Errungenschaft für den Speedrun von dem Boss bekommen. Oder allgemein von dem Dungeon. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wow. Ich hab's geschafft. Chante. Ich find's cool, wenn sie sich so dreht. Wie das Haarchen sich richtig mitdreht. Aber jetzt haben wir die Wahrheit trotzdem nicht erfahren. Das ist seltsam. Nun, da ich alle magischen Ziegel habe... Habe ich einiger. Hast du schon halb erwartet, dass Whiskey Boots wieder sie mir wegschnappen wird? Jetzt ist meine Chance,
sie zu Onkel Mimics Werkstatt zu bringen, back in Skeletown. Deswegen, das machen wir noch, denke ich. Ja, wir gehen zurück. Die Zeit sollte noch reichen, hoffentlich. Oder wir speichern hier auf jeden Fall. Ja, ich möchte gern speichern. Dankeschön, Speicher-Opa. Doch, wir gehen noch schnell zurück zu Skeletown. Nach Skeletown. Oh yeah! Ich habe gerade vergessen, dass hier Gegner kommen. Oh, ich weiß nur noch, dass der Meerjungfrauenweg mega nervig war, aber ich glaube, das war erst nach dem Dungeon weiter hinten. Ich glaube, hier ging er ja eigentlich noch. Deswegen versuche ich jetzt einfach schnell zurückzurennen. Hallo Meerjungfrau. Ich kann mich mittlerweile auch in eine Meerjungfrau verwandeln. Stellt euch vor. Dadurch kann ich eigentlich auch an Orte, zu denen ich vorher nicht konnte, um Secrets zu holen. Aber ich möchte erstmal gucken, was es in der Stadt gibt. Und schon bin ich da. Wow, das ging ja schnell. Cool. Der Onkel befand das sich nicht hier? Nein, hier war Sky, nicht wahr? Nein, hier war der... Nicht der Onkel, hier war der Blauhaarige. Ich weiß nicht, ob er Ranch hieß, aber, hm. War denn hier der Onkel? Nein, hier ist Speicher-Opa. Okay. Wo ist denn der Onkel noch einmal? Vielleicht hier weiter rechts? Hier ist der Laden, glaube ich. Kann ich denn was Neues kaufen? Ich hab's 999. Ich habe ein Magic Gem gefunden. Da brauche ich 3 für Super Secret Cream. Für Track Magic brauche ich nur 1. Für Crush Puff brauche ich nur 1. Ich werde auf jeden Fall. Wow. Ich habe A gedrückt anstatt B. Ist immer so verwirrend, wenn B die Beschädigungstaste ist. Ja, und nochmal. So, jetzt habe ich 6 Tränke. Lassen wir das mal. Ich möchte lieber für die Attacke sparen. Obwohl, ich habe so viel Geld und kann damit nichts anfangen. Aber ich will mein Magic Gem nicht raushauen einfach. Grrr. Was? Hier war der ist so Import-Service, glaube ich. Und nicht, auf jeden Fall nicht der Onkel. Deswegen gehen wir mal weiter nach hinten. Hä? Ich habe vergessen, wo sich die Werkstatt befindet. War die überhaupt nicht in der Stadt? War die außerhalb von der Stadt? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht mehr. Gucken wir schon auf der Karte nach. Ich bin sehr stark verwirrt. Ja, hier war doch das Zuhause von Chantay und nicht die Werkstatt. Oh, was wart ihr denn? Chantay, da bist du ja! Wir haben über Nacht hier gesucht! Was geht denn ab? Wo ist mein Onkel Mimic? Das wirst du nicht glauben. Nein, das wirst du nicht mögen. Oh, hat Risky ihn entführt. Wir haben einen Ransom-Note in... Wir haben einen Geißelbrief-Dings... Impressungsbrief in seiner Werkstatt gefunden. Oh nein. Hier, take a look. Du solltest dich vielleicht hinsetzen. Nein, jetzt lese es schon, bitte. Risky Boots sagt, sie hat deinen Onkel entführt und will sein Leben im Austausch gegen die magischen Siegel. Sie versteckt sich dort, wo die Lampe einst versteckt war. Irgendwo im Osten von hier. Weißt du, worüber sie spricht? Armer Onkel, das ist alles meine Schuld. Osten? That means he's over by the mail. Das heißt, er ist drüben bei dem Bürgermeisters privaten Dings? Sei nicht so dumm. Das würde ihn in der Nähe vom alten Boothaus bringen. Was für ein Vollidiot kann Osten nicht von Westen unterscheiden? Bitte, streitet euch nicht. I need help coming up. Ich brauche unbedingt Hilfe. Ich brauche unbedingt einen Plan. Sagen wir es immer so. Ich kann helfen. Eine Stimme? Squid Baron? Wer ist dieser Typ? Du liegst da ganz falsch. Whiskey Boots didn't take you. Hat nicht da einen alten Freund genommen? Es war das Zombie-Mädchen. Was? Roddy Tops? Aber wieso denn? Sie würde das niemals tun. Überhaupt, wieso sollte ich dir glauben? Bist du nicht in einem großen Stage-Clear-Sequenz explodiert? Wow, das ist mal die vierte Wand durchbrechen. Hey, gib mir nicht die Schuld für einen Kampf. Diese Piraten-Lady hat mir gedroht, meine Babys mir weh zu tun, wenn ich das magische Siegel bla. Sie hat wirklich irgendwas gemacht und jetzt sind meine Kinder weggerannt.
Ob du mir jetzt glaubst oder nicht, diese Zombie und der Piraten stecken in, unter einem Hut? Und das ist ein Fakt. Aber wieso soll die Rottytops das tun? Das sounds fishy. Ja. Warum würdest du hierher kommen? Natürlich, um einen Deal auszuhandeln. Miss Boots wird erwarten, was to fight you. Wird erwarten, dass du sie bekämpfst dort. Aber here is a back door to her hideout. Aber hier gibt es eine. Achso, dass du von vorne angreifst, aber hier gibt es eine Hintertür, das dir einen Vorteil verschafft. Wenn du mir versprichst, meine drei goldene Babys zu retten, zeige ich dir, wie man den Path zu Riskys Versteck öffnet. So oder so weiß ich, dass ich komme. Was denkt ihr, Jungs, darüber? Oder ihr Kerlfreunde? Falls Riskys Versteck unter Wasser ist, können meine Vögel dort nicht für dich nach Ausschau halten. Du solltest lieber diesen Kerl hier trauen. Er ist zwar ein Stinker, was auch immer das heißt, aber ich denke, er erzählt die Wahrheit. Okay, wir haben einen Deal. Wo fange ich an? Meine Babys verstecken sich wahrscheinlich unter Seehöhlen close by. In Unterseehöhlen in der Nähe. Eins von ihnen hat ein Artefakt, das dir helfen wird, das Hintertür zu Riskys Versteck zu öffnen. Dann lass uns das lieber schnell über die Brücke bringen. Onkel Mimik braucht mich. Okay, das heißt für mich jetzt, ich gehe zu Speicheropa speichern und versuche da. Und im nächsten Part werden wir dann die Babys von Squid Baron suchen. Wow. Das hatte ich jetzt auch nicht erwartet, dass ich sowas tun werden, machen müsste. Also, Speicheropa war ja hier. Und ich sage nur noch: Mein Name ist Gutgo, das war's für heute mit Let's Play Shantae Risky's Revenge. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin und bye bye.